Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Fragen und Antworten zur rechtlichen Situation des Heilerberufes in Deutschland. Dr. Jura Annette Oberhauser, das hätte ich heute sein sollen, bin ich auch, allerdings nur per Stimme. Für die, die mich noch nicht kennen oder noch nicht von mir gehört haben, ich bin hochoffiziell Fachanwältin für Medizinrecht. Und drum möchte ich mich jetzt wenigstens per Sound bei Ihnen mal vorstellen. Ja, wie gesagt, Fachanwältin für Medizinrecht bin ich und das ist auch der Grund, warum ich jetzt nicht persönlich anwesend sein kann. Da ist es manchmal so, dass gerade wenn dann auch noch eine Personalsituation bisschen Kapriolen schlägt, dass man einfach die ein oder andere Schwierigkeit irgendwie bewältigen muss. Ich habe eine Kanzlei in Nürnberg, der besondere Schwerpunkt sind die Naturheilkunde und das Pflegerecht. Das heißt, aus der Vielfalt des Medizinrechts habe ich mir zusammen mit meinen Mitarbeitern diese beiden Gebiete ganz besonders spezialisiert ausgesucht. Und da ist man natürlich zu den geistigen Heilweisen in einem nur kleinen Schritt entfernt. Ja gut, ich würde mal sagen, weil wir nur eine halbe Stunde Zeit haben, lege ich einfach mal los mit der allerwichtigsten Grundfrage, die uns seit der berühmten Geistheilerentscheidung des Bundesverfassungsgerichts eigentlich nicht mehr beschäftigen muss. Also, die Idee war bis in die 50er Jahre hinein die folgende: Der Heiler, insbesondere der Anwender geistiger Heilweisen, den hat die Rechtsordnung, wenn sie ihn überhaupt beachtet hat, erstmal als Scharlatan gesehen. Und wenn man denn schon dem Heiler einigermaßen ein legales Tätigwerden erlauben wollte, hat es geheißen, damals: Mach gefälligst einen Heilpraktikerschein und werde Heilpraktiker wie jeder andere auch. Dann hast du als Heiler ein paar medizinische Kenntnisse und als solches sieht man dann wenigstens zu, dass keine Gefahr für die Volksgesundheit von dem angeblich esoterischen Käse ausgeht. Jetzt war es so, dass um die Jahrtausendwende herum sich ein Geistheiler das nicht gefallen lassen wollte und tatsächlich den Rechtsweg beschritten hat durch alle Instanzen, denn um die Verfassungsbeschwerde einlegen zu dürfen, muss der Rechtsweg erschöpft sein. Und dabei ist dann eben die Geistheilerentscheidung rausgekommen. Der Rechtsweg ist dann erschöpft, vermutlich, weil man es dann als Beschwerdeführer selbst ist. Manchmal ist allerdings der Weg lohnenswert, wie eben in der Geistheilerentscheidung. Das Bundesverfassungsgericht hat uns nämlich dabei einmal mit einer Möglichkeit beschert, den Heiler als Beruf zu definieren und mit einer Möglichkeit, geistige Heilweisen überhaupt erst einmal zumindest einigermaßen zu beschreiben. Und das ist ja nicht gerade leicht, weil unter dem, was wir unter moderner Energiearbeit verstehen, da gibt es ja so einiges an Methoden und ein sehr breites Methodenspektrum. Also das Bundesverfassungsgericht hat geistige Heilweisen definiert als Energieübertragung auf ein Zielorgan und dabei die Seele berühren.
Dabei hat das Bundesverfassungsgericht natürlich beim Beschwerdeführer ein bisschen mit abgeschrieben, der das durch seine Anwälte so hat vortragen lassen. Aber wie gesagt, diese Definition, die ist nicht so schlecht. Denn was sie ermöglicht ist, jede Form von Energieübertragung zunächst mal als geistiges Heilen und damit als Erlaubnis frei tätig sein, ohne Heilpraktikerschein zu ermöglichen. Ja, und obwohl das so ist, dass geistige Heilweisen heutzutage erlaubnisfrei möglich sind, gibt es immer noch eine Grenze zum Ausüben der Heilkunde, die der Heiler auch heute nicht überschreiten darf. Wie findet man nun diese Grenze? Zum Beispiel in der Abgrenzung zur Psychotherapie. Da hat der BGH für Strafsachen erst neulich für die Methode des Synergetic Profilings was gesagt. Da hob der BGH darauf ab, ob das jetzt tatsächlich Energiearbeit und damit erlaubnisfrei ist oder eben erlaubnispflichtige Psychotherapie, wofür man zumindest den sogenannten kleinen Heilpraktiker braucht. Da hob der BGH darauf ab, ob denn nun auch hier für gesunde Menschen ein Selbsterfahrungsmodell möglich ist. Dann wäre es erlaubnisfrei denkbar oder ob das Synergetic Profiling auch für schwere und schwerste Krankheiten sich eignen soll und damit eher der Hypnose und der Psychotherapie ähnlich ist. Also die Lehre, die man hier draus zieht, nach wie vor ist die Frage, wie tritt man gegenüber seinem Kunden auf? Präsentiert man sich therapieähnlich? Zum Beispiel, weil man sich mit methodisch in der Ritualarbeit oder in der Arbeit an Glaubenssätzen befindet, dann muss man schauen, geht es vielleicht nur als Wirtschaftscoaching durch oder befindet man sich tatsächlich in der reinen Energiearbeit, wo Maximum vielleicht ein Ritualgegenstand verwendet wird oder ein Gebet besprochen. Ganz besonders schwierig wird es dann, wenn man Geräte einsetzt, zum Beispiel radionische Geräte. Hier wird es, weil eben der Kunde durch den Einsatz von Geräten ein bisschen den Eindruck bekommen könnte, es wäre der Medizin ähnlich, schwierig zu erläutern, dass es selbstverständlich alles nur geistig ist. Dennoch, hier ist es wichtig, wie tritt man gegenüber dem Kunden auf? Da sage ich gegen Schluss des Vortrags nochmal Näheres dazu. Wie dem auch sei, aus der Geistheilerentscheidung heraus und aus der Grenze Heilkunde, Nichtheilkunde gibt es 7 erlaubte Geschäftsideen, die man ohne Heilpraktiker durchführen kann. Das sind das geistige Heilen natürlich, Unterricht und Prävention, Coaching und Beratung, also drum firmieren heute auch viele Heiler als Lebensberater, Konflikte lösen, Begleitung in Lebenskrisen, Rituale und Selbsterfahrung und eben die klassischen geistigen Heilweisen, in denen dann noch zusätzlich Gespräche angewendet werden. Gut, so viel dazu. Ich hoffe, dass meine Zuhörer sich da an der einen oder anderen Stelle wiederfinden und dann kann ich auch beruhigt sein, dass ich hier keinen der Zuhörer auch strafverteidigen muss. Wir machen das zwar in der Kanzlei und ein bis zweimal im Jahr passiert es auch, dass einer ihrer Kollegen wegen
nicht unerlaubten Ausübens der Heilkunde ohne Bestallung angegangen wird. Da ist tatsächlich auch ein Strafbarkeitsrisiko dahinter. Wir haben das aber bisher immer mit gutem Erfolg abwehren können. Und weil es natürlich so ist, dass der Heiler inzwischen die dritte Säule des Gesundheitswesens geworden ist, neben dem Arzt und dem Heilpraktiker, aber als solches geistige Heilweisen nicht in den Gebührenregelwerken auftauchen und damit auch nicht gegenüber den Krankenkassen abgerechnet werden können, stellt sich halt die Frage, wie kann der Heiler an Kunden kommen? Und dazu hat man gesagt, selbstverständlich, der Heiler darf auch Werbung machen. Es gibt für ihn auch nicht das strenge Standesrecht wie etwa bei den Ärzten. Aber, das dicke Aber ist, dass die Werbung des Heilers auch dem Heilmittelwerberecht unterliegt und somit das Heilmittelwerbegesetz, hier auf der Folie abgekürzt UWG, und das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, auf der Folie hier UWG, vollumfänglich auch für den Heiler gilt. Es wird jetzt für den Heiler ein bisschen schwierig, eine adäquate Werbung zu machen. Darum habe ich Ihnen hier ein paar Folien zusammengestellt, wo jedweder Gesundheitsberuf, das ist jetzt keine Schikane speziell für den Heiler, mit einer wettbewerbsrechtlichen Abmahnung rechnen muss. Für die Kürze der Zeit jetzt will ich die wichtigsten Ihnen kurz erläutern, weil es diejenigen sind, die immer wieder in meiner Kanzlei zu Anlass zu Sorge geben und meinen Mandanten möglicherweise viel Geld kosten. Also was zum Beispiel gar nicht geht, ist einem Wellnessangebot medizinische Hintergründe zuzuschreiben. Das geht natürlich auch nicht bei den geistigen Heilweisen, da gilt das Gleiche. Nämlich, dass man eine medizinische Ausbildung sollte auch dann nicht, wenn man sie hat, in den Vordergrund rücken darf. Drum lassen sich auch einige Heiler zur Vorsicht unterschreiben, dass der Kunde keine medizinischen Kenntnisse erwarten darf. Dann irreführende Berufsbezeichnungen. Es gibt halt keinen Diplom-Energiearbeiter oder einen Diplom-Heiler oder sowas, ja? Weil akademische Grade dürfen nur die Hochschulen und die Fachhochschulen verleihen. Und wenn man eine Heilerausbildung macht, ist es sowieso an privaten Bildungsträgern der Fall und die dürfen eben leider keine Diplome ausstellen. Richtigerweise heißt die Berufsbezeichnung, wenn, dann zertifizierter Heiler, weil man ja eben ein Zertifikat erhalten hat. Heil- und Wirkaussagen in der Werbung, da hat sich schon einiges herumgesprochen, dass man das nicht soll. Der Teufel, der steckt hier im Detail, zum Beispiel da dabei, dass man immer noch schreibt, unterstützt oder könnte so sein oder möglicherweise. Inzwischen hat die Rechtsprechung allerdings in mehreren Urteilen benannt, dass auch wenn man hier sich entsprechend zurückhält, darin eine Wirkaussage zu sehen ist. Ich kann hier und heute also nur empfehlen, lieber beschreiben, was in der Praxis erwartet wird, wie so ein Ritual aussieht und dergleichen, nicht aber in Bezug direkt auf Krankheiten. Übertreibende Begriffe werden natürlich auch immer wieder mal gern genommen, weil man ja versucht, einen wohlklingenden Namen für sein Unternehmen zu finden, wenn der Heiler schon nicht unbedingt eine Praxis führen darf.
Die Beispiele hier, Zentrum, Institut, Kur, die gelten halt nur dann, wenn man das tatsächlich anbietet. Also wenn ein Zentrum hinreichend groß ist, das Institut sich tatsächlich der Forschung und Lehre widmet auf einem gewissen wissenschaftlichen Niveau, und eine Kur erfordert natürlich, dass man die Patienten auch stationär mit aufnimmt. Der einzelne niedergelassene Heiler mit seinem Praxisraum ohne Mitarbeiter, der darf das natürlich nicht. Wenn man denn ein Buch geschrieben hat, so wie unsere liebe Frau Müller, die diese Veranstaltung organisiert hat, dann darf man natürlich das Buch bewerben und auch die Tätigkeit als Heiler, aber das bitte nicht miteinander verknüpfen. Ansonsten bitte nicht den Eindruck erwecken, dass man die Heilkunde ausübt über das Geistheilen hinaus. Dazu habe ich vorhin schon was gesagt. Und auch der Heiler, der sollte im Internet sich integer auftreten und nicht Bilder stehlen, unverständliche Fachbegriffe verwenden, und auch er ist als Unternehmer verpflichtet, ein vollständiges Impressum zu haben. So, jetzt muss der Heiler seine Kunden entsprechend informieren. Das nennt man in der Rechtsfachsprache die sogenannte Hinweislösung. Die hat das Bundesverfassungsgericht in der Möglichkeit gesehen, dass der Heiler seine Kunden darüber zu informieren hat, dass er eben nur in Anführungszeichen natürlich, Heiler ist. Ja, wie schaut jetzt sowas aus? Der Kunde muss darüber belehrt werden, dass es sich um geistige Heilweisen handelt, dass er die Heilkunde und medizinische Kenntnisse nicht erwarten darf, dass er auch keine Erfolge erwarten darf und dass die in Aussicht genommene Heilersitzung der Selbsterfahrung und der spirituellen Weiterentwicklung dient. Ich habe Ihnen hier mal in aller Kürze auf der nächsten Folie einen Minimalstandard für eine solche Belehrung eingefügt. Das Wichtigste jedenfalls, egal was Sie da schreiben und egal wie Sie Ihre Methode benennen, es müssen die drei Essentialia drin sein, die ich Ihnen genannt habe. Nämlich, man darf keine Heilkunde erwarten, Sie bringen Selbsterfahrung und Rituale und dass es sich um geistige Heilweisen handelt, von denen der Kunde keinen Erfolg erwarten darf. So, jetzt sind wir schon fast am Ende des Vortrags angekommen. Ich möchte am Schluss noch ein bisschen was dazu sagen, wie die Zusammenarbeit des Heilers mit den klassischeren Heilberufen, also Arzt und Heilpraktiker, aussehen kann und wie das funktioniert, wenn man beides gleichzeitig ist, also Arzt und Heiler oder Heilpraktiker und Heiler. Schauen wir uns erstmal die Personalunion an. Der Arzt, der gleichzeitig auch Heiler ist, der hat es am schwersten, weil der Arzt unterliegt dem strengen Standesrecht der Ärzte und von dort erwartet man, dass der Arzt seine Heilertätigkeit nicht über die Praxis publik macht und sie auch nicht in denselben Räumlichkeiten mit anbietet. Die konservativen Kräfte in den Ärztekammern, die sind immer noch der Meinung, dass Arzt und Heiler als Beruf so nicht zusammengeht und dass der Heilerstatus der Rolle des Arztes entgegengesetzt ist. Dennoch, direkt verbieten können die
Ärztekammern dem Arzt das Tätigsein als Heiler heute nicht mehr. Es liegen halt ein paar organisatorische Schwierigkeiten dran, wie zum Beispiel nicht in der Praxis für die Heilertätigkeit Werbung machen, zwei getrennte Standorte dafür finden und dann auch noch dem Patienten klar machen, in welcher Rolle man ihm noch jetzt vor ihm steht. Achtung, der Heiler wird als Gewerbe angesehen und nicht als freier Beruf. Drum ist es auch schon von daher günstig, dass ein Arzt, der auch gleichzeitig Heiler ist, eine Heilertätigkeit aus seiner Praxis auslagert. Und wenn es nur aus steuerlichen Gründen ist. Gleiches gilt für den Heilpraktiker, der auch Heiler ist. Der hat dieses strenge Standesrecht allerdings nicht. Heilpraktiker und Heiler kann man also gut miteinander verknüpfen, wenn man in Kauf nimmt, dass die steuerlichen Schwierigkeiten bei der Verknüpfung freier Beruf und Gewerbe auftreten. Wenn man jetzt unbedingt die heilerischen Tätigkeiten in die Praxis so integrieren möchte als Heilpraktiker, dass es sozusagen eins im Allen ist, weil man sagt, ja gut, ich weiß ja noch nicht, was der Patient, der zu mir kommt, tatsächlich braucht und will. Ich will nicht am Vormittag Heilpraktiker sein und am Nachmittag Heiler und das immer auf zwei Termine verteilen müssen, dann funktioniert es eigentlich nur so, dass man die geistigen Heilweisen in Richtung Unterricht, Prävention, Selbsterfahrung legt und dies dem Patienten auch kundtut, dann wären sie möglicherweise als freier Beruf noch steuerrechtlich anerkennenswert. Achtung, wer als Heilpraktiker dem Patienten auch mehr oder weniger spontan Heilerarbeit anbietet, der kann das natürlich tun, nur bitte nicht versuchen, die Heilertätigkeit in irgendwelche GmbH-Ziffern umzuschlüsseln. Das ist keine Möglichkeit einer Analogabrechnung, die es gibt. Und auch hier muss ich Sie dringend warnen, wer geistige Heilweisen über die GmbH abrechnet und dann das auch noch bei der privaten Krankenversicherung einreichen lässt durch den Patienten, der ist leider, ich muss es so hart sagen, nach heutigem Verständnis immer noch ein Abrechnungsbetrüger. Und das wollen wir ja nicht. Der Berufsstand der Heiler, der soll sich ja noch weiter professionalisieren. Und als dritte Säule des Gesundheitswesens weiter wachsen. Da können wir natürlich Abrechnungsschwierigkeiten berufspolitisch so nicht brauchen. Zu guter Letzt möchte ich noch was zu den Kooperationsmodellen sagen. Arzt und Heiler können so nicht zusammenarbeiten, weil ich ja vorhin gesagt habe, die Trennung Arzt und Heiler ist zwingend nötig. Wenn dies dennoch möglich ist, weil manche Ärzte erfrischenderweise ihre Berührungsängste da verloren haben, dann geht es, indem der Heiler freier Mitarbeiter ist beim Arzt und der Arzt delegiert. Wie das genau geht, würde leider den Rahmen des Vortrags sprengen. Wen es interessiert, der kann gerne sich da bei mir in der Kanzlei um Beratung bemühen. Für Heilpraktiker und Heiler ist es wieder deutlich einfacher. Hier gibt es jedwede Kooperationsmöglichkeit, die man sich nur vorstellen kann. Von Anstellung über freie Mitarbeiterschaft, auch eine Praxisgemeinschaft wäre insoweit sogar möglich. Gut, dann wäre ich schon am Ende meines Vortrags angekommen. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Zuhören.